Warum Top-Verkäufer von dieser Krise auch profitieren können? Denkst du? Wie kann denn das gehen? Naja, weil immer dann, wenn es schwierig wird, da steigen halt die meisten Leute aus, gerade im Vertrieb, und sagen dann, naja, geht nicht, kauft keiner, ja, jetzt macht es überhaupt keinen Sinn zu telefonieren. Und andere Leute, die bleiben aber dran. Und die haben dann auch noch ein paar Techniken drauf, wie sie halt dann vielleicht so ein bisschen diese Angst des Gegenüber überwinden können, der sagt, nee, wir entscheiden jetzt gar nichts, und plötzlich kommen Abschlüsse zustande, von denen die anderen nicht zu träumen wagen. So, und wie das geht, dazu habe ich mir hier einen absoluten Profi, Verkaufsprofi, Trainingsprofi reingeholt. Die einen oder anderen kennen den auch schon vom Podcast, das ist nämlich der Mike. Hi Mike! Grüß euch aus Nürnberg, aus meinem Büro. Schön, schön, dass du da bist. Ja, gut, ihr seid ja von der Krise natürlich auch ganz schön überrannt worden. Ihr seid ja quasi die Helden der Bühne, ne? Also ich war jetzt auch, Ja. glaube ich, auf sehr vielen Veranstaltungen von dir oder von Jürgen Höller. Da geht richtig das Feuerwerk ab. Aber du hast jetzt auch schon knackig umgestellt. Das heißt, man kann dich jetzt auch quasi online live erleben. Ja, wir sind praktisch mit Lichtgeschwindigkeit in die Digitalisierung gespült worden. Das kann man wirklich so sagen. Wir sind ja, unser Schwerpunkt sind Präsenzseminare. Ja, viele von euch waren bestimmt schon mal auf den Power Days oder auf einem anderen Seminar. Ich hatte, Gott sei Dank, wir haben eben drüber gesprochen, Christopher, ich konnte Anfang März noch ein Sales Bootcamp, mein Verkaufsseminar durchführen, das größte Europas mit 1000 Teilnehmern. Cool, da waren 1000 zwei von Teilnehmern. meinen Leuten waren auch da, also Ja, mega geiles Feedback. Ja. 1000 Teilnehmer, 4 Tage. Krass. Jetzt im Nachhinein kann man es ja sagen, einer hatte Corona. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das haben durchführen können. Und das war wirklich Weltklasse. Ja, und das ist halt unser Schwerpunkt, Präsenzseminare. Rhetorik, Lifing, Persönlichkeit und die sind praktisch von 100 auf 0. Unsere Power Days führen wir mit mehreren tausend Teilnehmern durch. Jetzt im Juni Frankfurt, 5000 verkaufte Tickets. Und diese Krise hat uns getroffen wie ein Keulenschlag. Ja? Wir waren die Ersten, die zumachen mussten. Und wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, die wieder aufmachen dürfen. Ja. So, und das ist die Situation. Das heißt, Aber du machst jetzt ein Jahr Pause, ja? Ja, genau. Ja, gut. Interessant, dass du das sagst. Ich wäre jetzt eigentlich auf Mallorca, bitte. Ja. Aber da habe ich heute Morgen auch zu meiner Frau gesagt, auf Mallorca regnet es gerade. Also hier in Nürnberg scheint die Sonne. Ich bin heute schon 2 Stunden Rennrad gefahren, aber ich mache kein Jahr Pause. Nein. Wir haben uns natürlich gleich zusammengesetzt und haben überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt unsere Kunden, wie können wir unsere Teilnehmer, wie können wir überhaupt andere Menschen jetzt unterstützen und haben sofort Webinare, Live-Webinare angeboten. Wir haben als erstes Ganztages-Live-Online-Seminare jetzt gemacht. Und es ist eine komplett neue Erfahrung. Ja, du stehst vor einer Kamera. Also so ein Seminar ist viermal anstrengender, als wenn du auf der Bühne bist. Ja. Aber es war eine Erfahrung. Und da sind wir auch noch dabei. Übrigens hier schon auch Einladung an deine ganzen Hörer. Aber ich sage es nachher nochmal, heute Abend ist wieder ein Live-Webinar mit mir. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Link blenden wir nachher einfach mal ein. Heute Abend um 19 Uhr. Und der Titel ist Verkauf deine Krise. Das hört sich spannend an. Darüber will ich auch mit dir reden. Also wir nennen nachher nochmal am Ende nochmal den Link für alle Hörer. Also es ist am Freitag, den 17., aber es kommen ja noch mehr Seminare und so weiter. Also, der Link wird dann noch länger gültig sein. Okay, also was jetzt ja spannend ist, ne? Also das, was ich jetzt von ganz vielen Leuten höre, ey, verkaufen in der Krise, kannst du vergessen. Ja, wer sagt das? Wer sagt das? Und das ist genau der Hauptfehler. Das ist genau der Hauptfehler von den Verkäufern da draußen. Ja? Die Harvard Business School hat mal den Grund herausgefunden, und der gilt in der Krise genauso. Krise, Krise, Krise. Kann ich sowieso nicht mehr hören, das ganze Gelaber. Ja? Krise ist ein äußerst produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das habe ich nicht gesagt, das hat Max Frisch gesagt. Weil, Christopher, du musst eins wissen. Wenn alles gut läuft, werden keine Helden gemacht.
Im Urlaub werden keine Karrieren geformt. Weißt du, wann Karrieren geformt werden? Wann Lebenswege entscheidend beeinflusst und geformt werden? Jetzt. Weil jetzt zeigt sich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und so, die Harvard Business School hat den häufigsten Grund herausgefunden, warum Verkäufer immer wieder scheitern. Und weißt du, was der Grund ist? Sie entscheiden schon im Vorfeld, dass der Kunde heute nicht kaufen wird. Wer sagt das? Das war schon immer so. Und das war schon immer so. Ne? Es ist nicht immer so. Das ist nicht nur in der Krise. Ja, pass auf, es gibt ja vier Feinde eines Verkäufers. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es passt nie. Verstehst du? Ne, vor Ostern, da brauchst du die Leute nicht anzurufen. Weihnachten, Dezember habe ich ja mittlerweile das Gefühl, Deutschland ist im kollektiven Weihnachtstaumel. Ja? Aber ne, im Sommer sind alle im Urlaub. Ach ja. Was. Man hat festgestellt, dass lediglich nicht mal 20% aller Deutschen gleichzeitig im Urlaub, also Profiverkäufer, erhöhen dort ihre Wählversuche. Sie fangen jetzt genau an. Auch jetzt. Wer sagt denn, dass dein Kunde nicht genau jetzt von dir hören will? Jetzt braucht er den Kontakt. Ich warne davor, jetzt keinen Kontakt zu deinen Kunden zu halten. Ja? Was glaubst du denn? Ja, nee, die brauche ich jetzt nicht anzurufen, die sind im Krise. Jetzt musst du sie anrufen. Jetzt musst du die Beziehung festigen. Jetzt wird zum Beispiel nicht kein Hard-Selling, kein Druckverkauf, nur Beziehungsverkauf. Jetzt geht es über die Beziehung. Jetzt musst du dich beweisen, dass du da bist. Ist übrigens und nicht nach der Krise. Ne? Hopp, da bin ich wieder. Was? Ja. Ist übrigens einer meiner, was du gesagt hast mit dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter, einer meiner Coaches, der hat eine Firma in der Schweiz. Und der hat mir mal erzählt, dass die haben irgendwie vor Weihnachten in der Schweiz einen Feiertag anscheinend, ne? Und die Kunden bei denen sind so Kleinunternehmer, ne? Also Handwerker und so weiter, ne? Und der hat gesagt, die haben an dem Feiertag vor Weihnachten telefoniert. Ja, wo ich natürlich. So, oh mein Gott, ja? Und die haben noch nie so viele Abschlüsse gemacht, wie an diesem Feiertag vor Weihnachten. Der hat gesagt, die waren alle zu Hause, die waren alle zu erreichen, ja, und es hat niemand anders angerufen außer mir. So genau, und jetzt musst du dich natürlich abheben, ja, jetzt sagst du natürlich, ich wollte mal ganz kurz, nee, aber der Jürgen hat zum Beispiel am Ostersamstag, am Kar-Samstag auch ein Webinar und wir haben Sonntag telefoniert, am Ostersonntag. Erster Glaubenssatz natürlich, oh, kannst du doch nicht, wer sagt das? Alle sagten, das geht nicht, bis einer kam, der wusste das nicht, der tat es einfach. Ja. Und genauso sieht es aus. Hör auf, für deine Kunden zu denken. Hör auf, auch jetzt in der Krise wollen Leute kaufen. Und am Telefon zu kaufen, ist doch das Einfachste. Was glaubst du denn, wie viele Leute jetzt online kaufen? Also, können sie doch auch bei dir kaufen, oder nicht? Es ist vollkommen egal, was du verkaufst. Und jetzt eine Hammergeschichte eines Spitzenverkäufers, ein Kumpel von mir, lebt in Argentinien. Wir kommen aus derselben Stadt, aber wir haben uns auf Ibiza kennengelernt vor 30 Jahren und ich habe viele schöne Urlaube bei ihm verlebt. Wir waren damals Hippies und hatten eine gute Zeit. So, was macht der? Was macht der in Argentinien? Er ist Generalvertreter für Südamerika. Und zwar für die Firma Duravit, also Bad-Möbelfliesen. Der ist 63, hat gesagt, Mike, in 2 Jahren höre ich auf zu arbeiten. Weil ich kann das Reisen nicht mehr ab, das geht mir auch, ich bin nur im Flieger und ich muss aufhören zu arbeiten. Jetzt kommt diese Corona-Krise. Weißt du, was der mittlerweile macht? Der hat täglich 5 Termine mit Architekten in ganz Lateinamerika und verkauft am Telefon. Und weißt du, was er mir sagt? Mike, das macht so einen Spaß. Ich muss nicht mehr fliegen, ich muss nicht mehr reisen. Ja? Ich verkaufe am Telefon. Ja? Wir gucken uns die Pläne zusammen an. Ja? Der hat sich alles eingerichtet. Hey, jetzt ist die Zeit über neue Wege. Stell dir mal vor, du als Verkäufer müsstest nicht mehr im Stau stehen. Du hättest eine andere Schlagzahl, eine andere Reichweite. Weißt du eigentlich, was das bedeutet für dein Verkäufer-Business? Hey, das ist jetzt eine Chance, umzustellen. Das war so. Bitte? Ich habe das von so vielen Leuten gehört, die mir immer erzählt haben, nee, also unsere Kunden, die kaufen nur persönlich. Also das geht nicht übers Telefon und so weiter. Natürlich und so weiter. Ist es eine andere Herausforderung. Aber es ist schwieriger. Mal, jetzt aussprechen. Es ist schwieriger. Über Zoom oder über Skype. Du musst dich anders vorbereiten. Es ist eine andere Vorbereitung, weil du musst viele Dinge beachten. Also es gibt ja viele Systeme, wo du dir eine Kamera kaufen kannst, wo du dir ein professionelles Mikrofon und wo du deine Kunden jetzt erziehen kannst. Aber dieses Online, ich nenne es mal Hybridberatung, weil es ist ja teils persönlich, aber doch nicht.
Also du kannst die Körpersprache nicht genau verfolgen und du musst wirklich professionell vorbereitet sein. Schau mal, du musst dich im Vorfeld unbedingt vergewissern, dass die Technik passt. Das heißt, dass das Bild steht, dass der Ton passt. Und wenn du Dateien benutzen willst in so einem Verkaufsgespräch, das habe ich dann mit meinem Kumpel in Argentinien, dann öffne vorher schon die ganzen Dateien, damit du nicht jetzt lange rumsuchen musst, damit du die Aufmerksamkeit deines Gegenübers nicht verlierst. Weil du musst ja viele Dinge da beobachten. Du musst die Technik im Auge haben, du musst die Dateien öffnen, du musst dein Skript im Kopf haben, dein Drehbuch, du musst den Kunden immer wieder aktivieren. Also es ist schon eine andere Herausforderung. Aber, nicht aber, jedoch, es geht. Und kannst du dir vorstellen, was das für dich bedeutet? Ich werde dir ein anderes Beispiel geben. Ich habe noch eine Anmerkung. Weißt du, was der Vorteil, weißt du, was der Vorteil ist? Du musst nicht mehr duschen morgens. Ja, aber das ist so übrigens, das ist mir gerade eingefallen, wir haben gerade ein White Paper gemacht für unsere Kunden, weil die, wir sind ja Headhunter, ne? Weil das ist ja teilweise rufen wir die an und sagen die, ja, aber wir können ja die Kandidaten jetzt gar nicht einladen. Das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Und wieso, wie? Sie können, ja, das macht doch jetzt gerade Sinn. Sie können ja, genau, jetzt online interviewen und so weiter. Und das, was du gesagt hast, das sagen wir jetzt nämlich auch, wissen Sie, in der Zukunft wird es für einen Verkäufer eine Kernkompetenz sein, wie er sich in der Videokonferenz verkauft, sich darstellt und so weiter. Und genau das können Sie in den Vorstellungsgesprächen jetzt testen, wie gut er sich macht. Weil, so, und jetzt kommt auch gleich, jetzt alle Verkäufer-Homies da draußen aufgepasst, jetzt kommt gleich die Haupteinwandbehandlungstechnik in der Krise. Ja, jetzt in der Krise will ich mich aber nicht... Genau jetzt sollten Sie entscheiden, weil jetzt alle sich nicht entscheiden können, ist genau jetzt der Zeitpunkt. Jetzt sind Spitzenverkäufer unzufrieden mit ihrer bis jetzigen, jetzt kann man neue Leute akquirieren, genau jetzt. Das ist die große Chance, weil wir merken auch, also wir haben ganz viele Leute jetzt irgendwie im Januar, Februar auf so ein Thema angesprochen, das war ein sehr, sehr enger Markt und da haben fast 90% gesagt, nee, komm, geh mir weg, ist uninteressant und so weiter. Und jetzt plötzlich, Anfang März, kamen die plötzlich alle zurück und so, ach, weißt du was, ich würde jetzt doch ganz gerne reden. Also es sind viel mehr Leute jetzt aktivierbar als vorher. Ne? Warum ist das so? Dazu muss man wissen. Aber nochmal, ich springe gerade hin und her, sorry, weil ich so excited bin. Ich will wieder über mein Thema frei, dann drehe ich immer durch. Also, nochmal die Haupteinwandbehandlungstechnik in der Krise, die Bumerang-Methode. Genau, das ist genau der Grund, warum wir jetzt Partner werden sollen. Das ist genau der Grund, warum Sie jetzt Ihre Vertriebsmannschaft neu aufstellen sollen. Weil jetzt Spitzenkräfte vielleicht unzufrieden sind mit ihrem Arbeitgeber und jetzt wechseln. Wow. Und jetzt können Sie sich immer vorstellen, es gibt immer, nach Winter kommt immer der Frühling. Und auch diese Krise, das war nicht die erste Krise der Menschheit, es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Aber diese Krise ist irgendwann vorbei. Und die Frage ist, wie sind Sie dann aufgestellt? Absolut. Und wenn Sie jetzt Ihre Hausaufgaben machen, sind Sie Lichtjahre allen voraus. Das ist das, was Sie möchten. Shaboom. So, aber jetzt wollte ich noch was anderes sagen. Warum sind die Leute jetzt wieder gesprächsbereit? Ganz klar. Das ist jetzt, müsst ihr euch jetzt alle, ist ganz wichtig für alle. Eine Krise hat immer vier Phasen. Jede Krise. Die erste Phase ist, sie kündigt sich eigentlich schon eine Zeit vorher an. Du merkst, irgendwas ist im Busch. Mhm. Aber du nimmst es noch nicht wahr. Du denkst, ach komm, ja. Also in Wuhan, da denkst du, naja, das wird uns nie mehr. Dann ist die Krise da, Phase 2. Und Phase 2 heißt absolutes Chaos, Kopflosigkeit, Ratlosigkeit, Panik. Ja? Toilettenpapier, sage ich da nur. Oder was weiß ich, ja. Und das ist die Phase, boah, da siehst du, jetzt kommt Phase 3. Phase 3 ist die Phase, da wirst du ruhig, da kommst du zur Besinnung und du machst Pläne, du machst Strategien. In dieser Phase sind wir gerade. Die Leute sind jetzt gerade, ja, Toilettenpapier, die Lager sind voll, sie werden jetzt langsam klar, sie kommen jetzt langsam klar mit der Krise und sie finden neue Wege und sie haben jetzt wieder Zeit und sie sind jetzt wieder ruhiger geworden. Jetzt ist genau der Zeitpunkt. Nicht in der Phase 2. Da sind sie alle. Jetzt!
Krise ist noch nicht vorbei, aber jetzt sind sie ruhig und jetzt sind sie offen. Jetzt sind sie offen für neue Lösungen. Die Frage, die ich dir als Verkäufer stelle, und du hast es ja gemacht, weil du ein Profi bist, machst du schon auf dem Sales Pool, wie kannst du jetzt deine Lösung für deine Kunden anpassen? Weil jetzt brauchen sie andere Lösungen. Und jetzt musst du, ein Verkäufer ist immer ein Lösungsfinder. Er findet immer eine Lösung für seinen Kunden. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, kannst du dein Produkt digitalisieren? Kannst du Leute, na, du machst es genau richtig. Herr Kunde, wenn Ihr Verkäufer oder Ihr neuer Kandidat sich in einer Online-Videokonferenz schon überzeugend präsentieren kann, weil es ist ein ganz anderes Level, das ist ja eigentlich die Champions League. Was glauben Sie, wie er nachher im Face-to-Face, im 1:1, das haut Sie weg. Und eigentlich ist es jetzt eine richtig gute Chance, mal gute Leute zu casten und zu testen. Wollen wir das machen? Bam, geil, Christopher. So, Phase 4 der Krise. Also Phase 3 hatten wir, da sind wir gerade. Mhm. Die Leute werden ruhig. Die Leute machen das, übrigens, das kann ich genau so bestätigen. Ne? Also genau, also erst bei mir persönlich, ne? Zum ersten Mal gesagt, na gut, es sind ja schon so viele Krisen. Du kriegst ja, wenn du die Nachrichten hörst, irgendwie, dann denkst du ja, morgen geht eh die Welt unter. Wenn es dann tatsächlich mal knallt, ist natürlich dann immer, dann hast du wirklich so ein bisschen, du glaubst nicht dran, ne? Und ja, dann hast du natürlich schon dieses, okay, was passiert jetzt? und wir merken das auch, und das war eigentlich bis, was passiert jetzt, war so die Phase bis vor Ostern ungefähr, ja, wo die Leute wirklich auch im mentalen Lockdown mehr oder weniger gefangen waren. Das merken wir auch, wenn wir ja unseren Outbound Telesales, wie viel da zurückkommt, wie viele Termine wir machen. Da war letzte Woche sehr, sehr wenig. Und jetzt sind die Leute wieder, jetzt haben wir auch schon die ersten Angebote, die wieder rausgehen, dass die Leute sagen, ja, okay, gut, die Welt geht wahrscheinlich jetzt doch nicht unter. Wahrscheinlich wird es das Geschäft im Juni auch noch geben. Und die Frage ist halt, okay, wie wollen wir da aufgestellt sein? Wir werden ja auch Kunden zum Beispiel, die sagen, ja, weißt du, diese Krise, die ist uns scheißegal. Wir planen über 5 Jahre. Und ja, genau. Wir die Chance, Leute einzukaufen, die wir sonst eigentlich nicht gekriegt hätten. Also, let's go. Ne? Der Hammer. Es ist der Hammer. Jetzt ist genau die Zeit, sich neu aufzustellen. Jetzt ist genau die Zeit. Warte mal, ich muss mal eben hier meinen. Es ist live, ey. Mein Handy zeigt mir gerade an. Ich habe nur noch 20% Ladung hier. Das reicht. Der professionell, ne? Der ist mal verkaufsgespielt. Abgelost. Ja, stimmt, genau. So viel zu der professionellen Vorbereitung. Okay, das machen wir noch die Checkliste drauf. So, Phase 4. Und jetzt wird es ganz wichtig. Phase 4 ist der gestärkte Rückblick. Und wenn wir uns in einem halben Jahr unterhalten, ach, in 3 Monaten, dann werden wir zurückschauen und werden sagen, Alter, weißt du noch? Und wir werden sagen, ey, eigentlich war das doch genau, haben wir das gebraucht? Weil in einer Krise, da musst du nicht ein bisschen aus deiner Komfortzone raus, da musst du alle Fähigkeiten in dir entwickeln, um neue Lösungen, um neue Strategien zu entwickeln. Schau mal, ich habe in meiner schlimmsten geschäftlichen Krise, als ich eigentlich pleite war, vor 18 Jahren, als eigentlich gar nichts mehr ging. Ich hätte auch Insolvenz anmelden können, weil ich musste für einen Kredit bürgen. Ich hatte eigentlich schon lange nichts mehr damit zu tun mit dem Geschäft, aber ich hatte dafür gebürgt. Und mein damaliger Geschäftspartner ist pleite gegangen. So, und jetzt hatte ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe auch insolvent, pleite, oder ich entwickle eine neue Strategie. Und weißt du, was ich damals entwickelt habe in dieser schlimmsten Krise, in meiner schlimmsten Krise?